Rosberg, alte, junge märkische Stadt, knapp 30.000 Einwohner. Nur 35 Kilometer trennen sie von der Mitte der Bundeshauptstadt Berlin und nur 40 Kilometer sind es bis zur Oder, Deutschlands Grenzfluss im Osten. Ist Strausberg eine Reise wert? Gehen wir gemeinsam dieser Frage nach, reden wir mit einem Sachkundigen. Hey, haben Sie mich entdeckt? Ich heiße Max. Als Maskottchen des berühmten Strausberger Fanfarenzuges darf ich überall mit hin. Aber hier in Strausberg stehe ich bloß so rum. Sie würden staunen, wie ich mich hier auskenne. Überliefert von meinen Ur-Ur-Urahnen. Sie verstehen? Soll ich Ihnen meine Stadt und ein bisschen von der schönen Umgebung zeigen? Kommen Sie, wir müssen uns doch erstmal erklären lassen, warum sich Strausberg im Gegensatz zu meinem Namen nur mit S schreibt. Das kann am besten die Leiterin unseres Museums, Frau Klar. Die Form des Sees ist eigentlich ausschlaggebend geworden für den Namen. Das nimmt man an, weil der See so länglich wie eine Schote aussieht. Und man führt es zurück auf den slawischen Begriff für das Wort Schote, auf den Begriff Struts. Und deswegen meint man, dass der Name der Stadt damit im Zusammenhang stehen könnte. Aber hier steht auch, dass einst im Buchhorst ein mächtiges Straußenpaar genistet habe, das den Horst erst verließ, als die Menschen sich anschickten, ihren Ort zur Stadt zu erweitern. Die Menschen nannten ihre Stadt ihnen zum Gedenken Strausberg, meine Vorfahren. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein besonders schönes Stück aus unserer Sammlung. Hier oben sehen Sie eine alte Türbekrönung aus einem ehemaligen Rathaus der Stadt Strausberg. Und da fragt man sich, was macht der Schwan im Rathaus? Aber es stammt wirklich aus dem Rathaus der Stadt Strausberg. Der Lindenplatz. Wenn der erzählen könnte, würden es Begebenheiten aus alter wettinisch-askonischer Zeit sein. Einst bildete er im Schutz einer Burg am Straußsee den Mittelpunkt einer frühen Kaufmannssiedlung. Noch ehe Strausberg Stadtrechte besaß, zogen die schweren Frachtkarren über den Platz zur Fino und Oder hin und weiter hinüber in das Land der Pommern und in das der Polen. Heutzutage ist zwar auch Markt unter dem dichten Laub der Linden, aber die Ware bleibt in der Stadt. Sie sehen ja, eher bescheiden als aufregend, eben Familieneinkauf. Nun aber gehen wir zum eigentlichen Markt der Stadt. Auf dem Weg dorthin durchqueren wir die große Straße, die Einkaufsmeile der Stadt. Interessante Details an alten Bürgerhäusern. Liebenswerte Nachbildung eines Apothekergehilfen. Sein Original steht im Museum. Ein Apotheker hat ihn einst für sein Hausgärtchen in Stein hauen lassen. Dies ist er, der alte Marktplatz. Zentralste und höchste Stelle der Stadt. Vom ältesten Rathaus sollen noch die Grundmauern im Boden sein. Dies ist das historische Rathaus Strausbergs. Nach gehöriger Restaurierung wird es ein Schmuck- und Hauptstück der Stadt sein. Die Verwaltung selbst hat längst ein viel moderneres Domizil bezogen. St. Marien ist das älteste erhaltene Gebäude aus der Gründerzeit der Stadt. Herr Superintendent Riebeseel wird uns davon erzählen. Der schöne Ort in Strausberg, die St. Marienkirche,
Gerne würde ich dazu einiges sagen. Es ist das älteste Gebäude in Strausberg. Mit viel Fleiß und Sachkenntnis am Anfang des 13. Jahrhunderts gebaut. Diese Kirche wurde errichtet auf der höchsten Erhebung östlich des Straußsees, als die Hussiten kamen, 1430, wurde ein Teil des Gewölbes zerstört. Als es fertig wieder erneuert war, wurde es auch bemalt. Hinter mir der wertvolle Schnitzaltar, auch aus dem 15. Jahrhundert, aber in der Barockzeit kam dann die Kanzel dazu und auch der Orgelprospekt. Dass diese Kirche in vielen Jahrhunderten weitergebaut ist, das sieht man auch draußen, wenn man sich die Steine anschaut, mit der diese Kirche gebaut ist, ergibt sich ein buntes und vielfältiges Bild. Zum Teil sind die Steine roh, zum Teil kunstvoll gestaltet. Sie dokumentieren eine Geschichte, wie wir sie in der Stadt dann auch wiederfinden, in den Steinen, die dort verwendet wurden, in der Stadtmauer zum Beispiel. Das Landsberger Tor um 1900. Wehrhaft verstand sich die Stadt zu schützen. Teile der Stadtmauer sind erhalten. Alte Mauern hat die Stadt in Fülle. In ihnen verbirgt sich aber auch sehr gegenwärtiges, junges Leben. Der Kuhstall, das war er einmal. Und die Tonne, beides denkmalgeschützte Gebäude. Junge Leute haben sie mit viel Fleiß aufgemöbelt und zu ihrer Heimstatt gemacht. Hier in der Galerie der Tonne begann ein für die Stadt einmaliges Kunstereignis, ein Symposium internationaler Bildhauer.
Professor Werner Stötzer, ein Brandenburger, ist einer der vier Künstler, die in der Sommerwerkstatt im Stadtpark am Straußsee wirkten. Urteilen Sie selbst, wie es den Künstlern gelungen ist, ihre Visionen in Holz, Metall und Granit umzusetzen. Am besten können Sie dies natürlich durch einen persönlichen Besuch in unserer Stadt. Unser Touristenmagnet. Sommertags kommen tausende Besucher an unseren See. Im Stadtbad, das sich in der historischen Aufmachung der 20er Jahre zeigt, haben Bademeister und Rettungsschwimmer viel zu tun, damit das Baden und Schwimmen lernen ein Vergnügen bleibt. Das ist die einzige Elektro-Seilzugfähre in Europa. (lacht) 1994 feierte sie ihren 100. Geburtstag. Da war ganz schön was los. Lassen wir unseren Fährmann erzählen. Wir befinden uns mit der Fähre auf dem Stausee. Der Stausee ist ca. 5 Kilometer lang und die breitesten Stellen sind in der Nähe von der Fischerhütte, so ca. 500 Meter. Da haben wir eine Wassertiefe, sind tiefe Löcher drin, so ca. 30, 35 Meter, das sind die tiefsten Stellen. Der Schnitt ist also in der Mitte so mit zwischen 12 und 20 Meter. Die Fähre pendelt alle halbe Stunde über den See. Die Fähre wird elektrisch betrieben seit Mitte der 30er Jahre. Und vorher wurde die Fähre per Hand über den See gebracht. Und wird über die Seile gezogen. Und zwar gibt es ein Zuchtseil und ein Führungsseil. Das läuft über Rollen. Strom kriegst du von oben, es geht eine Oberleitung rüber und das geht in den Motor drin und da ist eine Welle und ein Raddruck, dass das Seil wie so eine Acht rüber gespannt. Und dadurch kann ich mir hin und her ziehen. Und wenn Sie auch so gut zu Fuß sind wie ich, könnte ich Ihnen ein sehenswertes Wanderziel zeigen. Und das wäre unser Ziel.
Die alten Mühlen haben alle ihr Geheimnis, so auch die von Wesendahl. Sie gehört zu den ältesten märkischen Wassermühlen und es rumort in ihr der Mühlennix. Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts befand sie sich im Besitz derer von Barfuß, die den Kurfürsten hervorragende Obristen und Feldmarschälle gestellt haben. Heute finden wir in der Mühle eine gepflegte Pension und eine gemütliche Gaststätte. Sie können es glauben, die Wesendahler Mühle kann sich über Besuchermangel nicht beklagen. Können Sie noch? Geschafft? Macht nichts. Fahren wir ein Stück mit unserer Wald- und Straßenbahn. Jahre wurde sie alt. Seit jeher nennt man sie Eisenbahn. Und schon sind wir wieder mitten in der Stadt. Wenn ich fliegen könnte, würde sich mir die Stadt sicher so zeigen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Kommen Sie, wir dürfen mit. Mein Traum vom Fliegen wird wahr. Unser Flugplatz sah Luftwaffen kommen und gehen. Heute dient er zivilen Zwecken. Da ist ja schon Buko, 15 Kilometer von Strausberg entfernt. Hier geht die Lunge auf Samt. Der Satz des alten Geheimrats Heim gilt heute wieder im Städtchen, das aus dem 13. Jahrhundert stammt, als Siedlungsplatz aber viel, viel älter ist. Besuchen wir das berühmte Brecht-Weigel-Haus und lassen uns von der Leiterin, Frau Brade, mal unterrichten. Eine der Sehenswürdigkeiten in Buko in der Märkischen Schweiz ist das Brecht-Weigel-Haus, die Gedenkstätte für die Gründer des Berliner Ensembles, den Dichter und Schriftsteller Bertolt Brecht und seine Frau, die Intendantin und Schauspielerin Helene Weigel, die seit 1952 hier in Buko einen Ruhepunkt fanden, sich also hier erholten und das schöne Anwesen in Buko als Sommerhaus oder Sommerhäuser benutzten. In diesem Haus haben wir eine große Halle, die im Original eingerichtet ist, die wir unseren Besuchern zeigen können. Im Garten am Scharmützelsee sehen Sie auf Kupfertafeln die Bukoer einige der Bukoer Elegien von Bertolt Brecht und in unserem Bootshaus können Sie Theaterrequisiten aus dem Stück Mutter Courage und ihre Kinder, nämlich den Planwagen der Courage und die Kostüme der Weigel, sehen. Original erstdeutschen Erstaufführung Mutter Courage und ihre Kinder vom 11. Januar 1949 stammen. Daneben sehen Sie Schautafeln mit Fotos von Bertolt Brecht und Helene Weigel in ihrer Bukoer Zeit und auch Theaterfotografien. Thank you.
Vom Schloss Wilkendorf ist kaum noch etwas zu sehen. Dafür umso mehr vom neuen Golfpark. Nicht nur Berliner zieht es hierher auf diesen wunderschönen öffentlichen Golfplatz und in die Golfakademie. Ja, ja, so etwas gibt es. Hören Sie, wie falsch die spielen? Ich fehle Ihnen. Da muss ich mich schnell wieder einreihen. Aber vorher zeige ich Ihnen ganz Neues aus Strausberg, zumindest im Schnelldurchlauf. Nicht vergessen, Strausberg nur mit S.